Zunächst mal sind es Diagnosen aus dem Bereich der psychischen Störungen. Das heißt so etwas wie depressive Störungen, Angststörungen, auch sogenannte Anpassungsstörungen. Das heißt psychische Folgeerkrankungen nach schwerwiegenden Lebensereignissen und Belastungen. Wir sehen aber auch viele Menschen, die mit körperlichen Beschwerden kommen, mit Schmerzen kommen, bei denen aber seelische Belastung oder seelische Erkrankung auch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, es geht nicht nur um reine Seelendiagnosen, es geht auch um einen ganzheitlichen Ansatz, wo wir Menschen gerecht werden wollen, die sowohl seelische als auch körperliche Störungen haben. Die Therapiekonzepte sind relativ stark vorstrukturiert, was die Inhalte betrifft. Das heißt, in der psychosomatischen Rehabilitation würden Patienten psychotherapeutische Einzelgespräche bekommen, psychotherapeutische Gruppengespräche, auch sogenannte psychoedukative Seminare, wo es vor allem darum geht, auch besser zu verstehen, wie bestimmte Erkrankungen funktionieren und wie sie behandelt werden. Die Menschen machen in der Reha sehr viel Sport und Bewegung, gegebenenfalls auch Physiotherapie. Es werden Entspannungsverfahren gelehrt. Außerdem gibt es Kreativtherapie und es gibt auch Pflegekräfte, die tätig sind. Ein Sozialdienst, der sehr aktiv ist, auch zum Beispiel den Rahmen der Sozialgesetzgebung erklärt und der Unterstützungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben es mit einem sogenannten multimodalen Setting, einem ganzheitlichen Setting zu tun, bei dem es auch darum geht, Menschen aus ihrem Alltag mal rauszunehmen, damit sie wirklich den Rücken frei haben, um sich mit ihrer Problematik und den Zukunftsherausforderungen auseinanderzusetzen. Die Ziele in der psychosomatischen Reha orientieren sich zunächst mal gar nicht so sehr an Symptomen oder an einer Organpathologie und auch gar nicht so sehr an allgemeinärztlichen Vorgaben, sondern die sollen tatsächlich zum einen möglichst individuell sein. Das heißt, es geht darum, mit den Rehabilitanten gemeinsam auch die Ziele kurz-, mittel- und auch langfristig zu erarbeiten. Und es geht vor allem auch um eine sogenannte Teilhabeorientierung. Das heißt, es geht um die Frage, was ist nötig, damit das, was im Leben wichtig ist, wieder besser gelingen kann, selbst dann, wenn eine Erkrankung da ist, die vielleicht chronisch ist, die gar nicht mehr ganz weggeht, die bestimmte Einschränkungen hinterlässt.